Hi guys and welcome to a new video. My name is SJ Han. Thank you for watching. So ihr Lieben, heute schauen wir uns mal dumme Fragen an und los geht's. Okay, das erste ist schon mal, sind Hühner Tiere oder Vögel? Genau. Das ist kein Scherz, nur Neugier. Ich weiß, sie haben Federn und so ein Zeug, also ähneln sie Vögeln. Aber sie können nicht fliegen, also können sie ja keine Vögel sein und sind wahrscheinlich eher Tiere. Kann mir irgendwer helfen? Sind Vögel keine Tiere? Ist da, sind die irgendwas anderes? Was? Was? Wenn ich mich selbst esse, werde ich dann doppelt so dick oder verschwinde ich komplett? Das ist eine interessante Frage, ha? Huh? Aber wie willst du dich denn selbst, also... Hä? Was? Was? Aber ich meine, was? Wieso fragt man sowas? Hm? Ist es möglich, dass Tätowierungen genetisch von Eltern zu den Kindern vererbt werden? Oh mein Gott, wo, was ist das für eine Welt? Eine Frage, was ist los? Ja, das ist möglich. Weißt du, das ist immer so. Das hast du verkackt. Wie werde ich meinen kleinen Zeh los? Oh mein Gott, was? Es ist ein sinnloser Zeh. Ich will ihn nicht mehr. Abschneiden oder so. Ew. Oh mein Gott, nein, nein, nein. Ich will nicht wissen, was sie mit ihrem Zeh gemacht hat. Nein, nein, nein. Wird man vom Duschen schwanger? Ja. Ja, immer wenn ich duschen war, dann war ich immer schwanger. Deswegen gehe ich nicht mehr duschen, sondern ich gehe nur noch baden. Was ist los? Ich bin mir nicht sicher. Kann man vom Duschen schwanger werden? Mein Freund hat vor einer Stunde geduscht und jetzt werde ich duschen gehen, aber ich frage mich, ob ich dabei schwanger werden kann. Hä? 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 Was? Geh einfach nicht mehr duschen, dann alles gut. Kann man seine Gebärmutter auf eBay verkaufen? Du kannst es ja gerne mal ausprobieren, es gibt bestimmt ein paar, die interessiert sind. Werden die Menschen je auf der Sonne laufen? Ja, ja, irgendwann. Irgendwann schon. Wie kann ich meine Rasse wechseln? Gar nicht. Letztes Jahr war ich katholisch, aber das finde ich öde. Ich habe überlegt, ob ich nicht nächstes Jahr Australier oder Ungar werde. Was? Hä? Katholisch ist eine Religion? Okay. Alles gut. Gibt es Autogramme von Jesus Christus? Ja, ich habe eins. Okay. Ich weiß, dass es Autogramme von John Lennon und George Washington gibt. Und gibt es denn auch welche von Jesus Christus bei eBay? Oder bei irgendwem zu Hause? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Nein, Leute. Oh Gott. Was? Gibt es einen Zauberspruch, der wirklich funktioniert und der mich zu mehr Jungfrau macht? Geh nach Hogwarts. Da klappt schon. Ich würde gerne wissen, ob es irgendeinen Zauberspruch gibt, um mehr Jungfrau zu werden. Sag jetzt nicht sowas, das existiert nicht. Ich nehme das nämlich sehr ernst und wäre beleidigt. Bitte helft mir, einen Zauberspruch zu finden. Was ist los? Oh mein Gott, Hilfe. Wäre Michael Jackson noch am Leben, wenn er nicht gestorben wäre? Ja. Also, theoretisch wäre jeder noch am Leben, wenn die nicht gestorben wären. Also, was stimmt mit meiner Freundin nicht? Oh mein Gott. Ich bin 13. Mhm, du hast schon eine Freundin, aber okay. Und war mit meiner Freundin zu Hause und wir haben uns geküsst und uns ausgezogen. Mit 13? Okay, dann habe ich gesehen, dass sie kein Penis hat. Oh mein Gott, nein. Ich mache mir echt Sorgen, weil ich glaube, das Ding ist abgefallen. Und als ich sie gefragt habe, hat sie mir nur angesehen und gefragt, ob ich das ernst meine. Was ist denn mit ihrem Penis passiert? Wie kann sie Sex haben? Ich mache mir echt Sorgen. Oh mein Gott. Okay. Ich glaube, er ist schwul. Okay, entweder er ist schwul oder... Ich weiß nicht. Wie hat er sich das vorgestellt? Ja. Okay, ein dummer 13-Jähriger. Mit 13 sollte man das schon wissen, oder? Also den Unterschied zwischen Mädchen und Jungs mit 13? Okay, ich stelle es gerade so vor, wie der da so hinschaut. So, wo ist das denn? Das hat gefallen. Oh mein Gott, mir hilft.
Ich habe einen Eiswürfel verschluckt und ihn noch nicht ausgekackt. Ich habe echt Angst. Steckt er fest? Ja, er steckt fest. Er kommt nie wieder raus. Der ist jetzt für immer bei dir. Ey, jetzt muss man sich fragen, meint diese Menschen das ernst oder verarschen? Ich bin mir sicher, dass manche davon verarscht waren, aber manche meinen das bestimmt ernst. Und dann muss man sich echt fragen, wo sind wir hier? Was passiert mit der Welt? Aber ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wenn es das getan hat, schreibt mal in die Kommentare, was ihr am besten fandet. Ich glaube, ich brauche jetzt erstmal eine Pause. Mein Gehirn muss sich jetzt erst erholen. Und bis zum nächsten Mal. Und ich möchte noch ganz herzlich Soft Eyes grüßen. Danke dafür, dass du meine Videos schaust. Und dir noch einen ganz schönen Tag. Ciao.